Ich habe diese Klinge noch. Gut. Besucher, Alekel Tachalos mit Al-Hanuk. Toma Estaedat Al-Animus. Ich habe diese Klinge noch. Gut. Tzachar, Alekel Tachalos mit Al-Hadaf. Wie läuft es? Schlecht. ذلك منك يا أربعة. لن تهربي مني الحقيرة. Wie läuft es? Schlecht. سيغما أربعة حالتك. Ich muss es tun. Sie oder ich. Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt. Nicht nur den meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten. Ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Fress und Renut geht. Ich besuch sie mal. Ich habe diese Scheißkerle getötet.
Apollodorus muss davon erfahren. Auf nach Herakleion. Bleibt zurück! Das geht keinen von euch etwas an. Macht weiter mit, was immer ihr getan habt. Schon wieder ein Mord bei Amun. Wie furchtbar! Das ist der junge Priester aus dem Tempel. Götter, steht uns bei! Niemand ist sicher! Dieser verfluchte Tempel, ich sag's doch. Das ist Blasphemie. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hm.
mich gebeten. Ich sage ihm Bescheid. Oh.
Wow. Her! Her! Wow. Whoa. Du da! Halt! Zeit ist um!
Cheru. Halt! Bleib stehen! Du wirst nie auf mich zu überraschen, Bayek. Das sollte ich mir ansehen.
studiert Miui Monsu Koran. Da la naste ina, wie se un menschi oran. Anpropi nunna polesse. Oui, as parasquevas, matasso nos aprosinus.
Hey! Whoa. Aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Whoa. Du da! Halt! Geht den Weg, mit uns anlegen will, wird sich ganz schön um. Huttefress, was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Huttefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shatya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shatya noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shatya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Wow, ist Seppet.
Arsuja! Chenut. Schön, dich zu sehen. Chenut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich sollte sie trauern lassen. Ich werde eine Feder brauchen. In der Nähe liegt ein Feuchtgebiet. Dort finde ich Vögel. Das Geheimnis beim Töpfern. Ich habe, was ich brauche. Decision, Gere. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Chenut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Du siehst das Verderben doch selbst. Es ist niemand da, der das Volk beschützt. Bewegung, los! Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Oh, keine Sorge. Der Kommandant hat etwas ganz Besonderes mit ihr vor. Ich kenne diesen Typ. Stolz und widerspenstig. Sie hält sich für unberührbar. Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefres mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Ha 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 ha!
lebst? Sie wollten Chenut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Chenut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit.
Brennende Leichen. Das ist Blasphemie. Wer war das? Hey, warum verbrennst du die Toten? Fürchtest du die Götter nicht? Ihre Seelen werden doch verflucht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine andere Wahl. Die Götter selbst haben uns die Pestilenz geschickt. Die Toten müssen verbrannt werden, um uns zu schützen. Welche Pestilenz? Gibt es eine Seuche? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ältere werden plötzlich krank. Kinder halten sich den Bauch vor Schmerzen und sterben, während ihre Eltern hilflos zusehen. Es ist fürchterlich. Das wäre selbst für den zornigsten Gott zu grausam. Niemand kümmert sich um uns. Wir freuen uns über jede Hilfe. Im Fayum sind die Armen keinen Pfifferling wert. Meine Kinder, ich weiß, ihr seid hungrig. Wendet euch an Sobek und er wird euch ernähren. Sobek hat einen Weg gefunden. Das ein Essen weiterer ist einfach. Toter Bauer. An der Leiche sind keine Hinweise auf eine Seuche. Früher waren sie in der Armküche auf dem Markt. Und aber die Soldaten haben sie vertrieben. Die Schüsseln sind eklig. Was haben die Leute gegessen? Irgendwo müssen sie Nahrung lagern. Ich sollte mich mal umsehen. In diesen Gefäßen sind starke Gewürze. Das Essen ist ranzig. Es riecht wie Scheiße. Kein Mensch sollte das essen. Das ist nicht mal gut genug für Ratten, geschweige denn Menschen. Die Gewürze dienen nicht dem Geschmack. Sie überdecken nur den Gestank. Ich werde mit dem Koch reden müssen. Der Herr des Wassers mag eure Seelen nehmen. Doch wir werden alle in die Gefilde der Binsen eingehen. Erzähl mir was über dein Essen. Wo kommt es her? Ein Händler stellt es für die Armen bereit. Es ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Wir sind dankbar. Du kannst es gern probieren. Bei den Göttern nein. Ich weiß nicht, wie du das runterkriegst. Ich will mit dem Händler reden. Wo finde ich ihn? Sein Haus liegt südlich des Marktes. Ich führe dich hin. Dann lass uns den Händler aufsuchen. Ich folge dir. Möge Sobek dich für deine Hilfe belohnen. Es gibt viele florierende Höfe hier. Es scheint doch alles gut zu laufen. Warum gibt es so viel Arme? Ah ja, griechische Höfe. Sie zahlen niedrige Steuern, deshalb florieren sie. Und die ägyptischen Bauern werden nach und nach von ihrem Land verdrängt. Was geschieht mit dem Land, wenn die Bauern gehen? Wenn der Besitzer stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes Land, holen es sich die Griechen. Schlechtes Land holt sich die Wüste. Egal wie, die Ägypter müssen hungern. Viele enden in den Armenvierteln. Das ist das Haus des Händlers, der uns zu essen gibt. Selbst die Katzen hier sind besser ernährt als die Armen. Dem Besitzer mangelt es offenbar an nichts. Anscheinend sind nicht alle Ägypter gleich. Manche sind einfach gleicher als andere. Das ist widerlich! Kein Wunder, dass Leute krank werden. Wer tut denn sowas? Höchste Zeit, diesen Giftmischer zur Rede zu stellen. Lass ihn seinen eigenen Fraß kosten. Kann ich dir helfen? Das ist mein Haus. Was willst du? Du könntest mir erklären, warum du die Armen vergiftest. Ich schätze, damit du ihr Land bekommst. Viel leichter, wenn sie tot sind. Du meinst sicher die Misere im Armenviertel. Was du auch gehört hast,
Ich versichere dir, es ist ein Missverständnis. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich habe deine Küche gesehen, Händler. Ich weiß, was du machst. Und ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Oh, ich verstehe. Nun, das ändert die Sache. Du bist unerlaubt eingedrungen und ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Männer! Das, wenn du vernünftig wärst, müsste das alles nicht sein. Wir können uns doch einigen. Ich will nicht dafür sterben. Haltet ihn auf! Dieser Händler des Todes vergiftete die Arme, um ihr Land zu bekommen. Die einzige Seuche hier war seine Geldgier. Das Fayum wird ihn nicht vermissen. Die Toten finden Ruhe. Keine Verbrennungen mehr. Was steht im Hemset her auch jetzt? Gehäß. Reichtum für alle? Es gibt kein Getreide. Sie brennen unsere Höfe nieder und vertreiben uns. Wo sollen wir denn bitte unser Essen herbekommen? Wir wissen, was griechischer Reichtum bedeutet. Hunger in Ägypten. Herr Harun?